Mia, willkommen zurück. Hier im Tunnel und der Frage, wie schreiten wir voran? Denn hier offenbar nicht. Da unten auch nicht. Da sieht es auch eher so aus, als wäre da schon mal was durchgekommen. Aber der gute... Ah, hier. Erzählt mir auch nichts dazu. Das macht er ja sonst manchmal gerne. Folge einfach der Ratte. Die ist dein Freund. Ja. Ich finde es irgendwie gut, dass das Spiel so... Oh oh. So ruhig und leise gehalten ist. Und da sind wir schon hier oben. Jetzt kommt doch noch irgendwas. Nicht? Endlich komme ich hier raus. Ja, warten wir noch ab. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt einfach so schnell hier reingehen können. Ich glaube auch immer noch nicht daran, dass es das jetzt war, aber es sieht echt ganz danach aus. Krass. Wo schleppst du das Zeug eigentlich überall mit dir rum, sag mal? Naja. Zum Rathaus von Union. So, gleiches Spiel wie immer. So, und schon empfängt da wieder was. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Wieder so ein schöner Tag. Tja, das denkt man sich nicht ganz so oft. Eigentlich findet man es immer zu kalt oder zu heiß. So ein schöner Tag. Ja. So ein schöner Tag. Okay, viel mehr erzählt er einem wohl nicht. Ja, steck weg. Mehr speichern. Gut. Jetzt sind wir wieder voll. Ist aber schön, weil wir haben ja auch noch einen Schlüssel bekommen. Wir hatten lange keine Dias mehr, möchte ich mal eben festhalten. Tja, diesmal, ups, einen können wir noch. Könnten wir mehr basteln, aber wir brauchen gar nichts. So, was hatte ich noch gar nicht aufgebessert? Magazingröße hiervon können wir mal, ne? Komm, das machen wir. Und nochmal. Jetzt würde ich gerne nochmal, aber ich kann nicht. Aber das hat doch schon gelohnt. Boah, 5 Stück. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Ach doch. Ich finde schon. Yay! So. Voll. Voll. Na toll. Naja, irgendwann freuen wir uns drüber, wenn wir es mal wieder dringend brauchen. Ah. Was mache ich jetzt? Ausdauerschub 1. Regeneration, ja, ich glaube, das hätte ich gerne. So viel habe ich nicht.
Was habe ich denn dahinter? Kann ich im Moment eh nicht aufbessern. 10.000 habe ich auch nicht. Da spare ich mir erstmal noch. Nahkampfangriffe verursachen mehr Schaden. Ruhige Hand habe ich nicht mehr genug. Aber das hier könnten wir mal machen, ne? So zur Not. Es kommt ja bestimmt irgendwann nochmal. Dazu, dass wir das mal gebrauchen könnten. Die Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten, klingt auch gar nicht mal so blöd, wenn ihr mich fragt. Ich meine, ich habe jetzt eh nicht mehr genug für irgendwas, aber ich schaue mich schon mal ein bisschen um. Aber gut. Ach, was war das wieder schön. Sollen wir nochmal zum Schießstand? Vielleicht kriegen wir da noch was Schönes. Okay, was haben wir denn hier? Shooting Range, Stem, Schießstandmodus. Das hatten wir ja. Oder starte mit 30 Sekunden und versuche einen Highscore zu erzielen. Normal, schieße um Punkte zu erhalten, zerstöre benachbarte Ziele derselben Farbe, Sanduhr. Erscheint, wenn du eine hohe Combo schaffst, schieße auf sie, um Zeit zu gewinnen. X triffst du diese Ziele, verlierst du Punkte. Schalte sie sicher aus, indem du benachbarte Ziele zerstörst. Ich versuch's mal. Könnte beim ersten Mal jetzt nicht so dolle werden. Okay, welche? Ah ja. Gott, wie schlecht. Ich bin enttäuscht! Reiß dich zusammen. Okay, lass mich nochmal durchlesen, wie es geht. Ja. Schieße, um Punkte zu erhalten, zerstöre benachbarte Ziele derselben Farbe. Warum war das jetzt nicht so gut? Also mein Plan war jetzt halt, und so kenne ich das von solchen Casual Games, erst eine Farbe weg, dann haben wir so ein Riesenziel. Ich versuch's nochmal. Ach, die zählen auch. Ich dachte, die zählen nicht.
Ich finde, wir waren gar nicht schlecht. Wir haben immerhin zwei Sachen bekommen. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich dachte zuerst, dass diese Schwarzen überhaupt keine Ziele wären. Sondern halt, wisst ihr? Ich glaube, ihr versteht schon, wie ich das zuerst gedacht habe. Aber schön. Hat Spaß gemacht. So, ja. ich glaube, das werde ich wahrscheinlich off-cam öfter mal machen. Ich finde das, solche Sachen liebe ich. So, kann ich das gebrauchen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich kann währenddessen auch mal ein Schlückchen Kaffee trinken. Ah, ja. Ja, so solche Minigames finde ich eigentlich wirklich super geil. Das macht schon Spaß. Ja. So, ready to go. Und schon sagt die Musik. Bist du sicher, dass du hier hin willst? Ja, ich glaube, wir haben es geschafft, wa? Ach, guck. Könnte ich jetzt eigentlich direkt wieder einlösen gehen, aber das ist für euch langweilig, also mag ich es nicht. Voll der Wirbelsturm, ey. Life is strange, sag ich da nur. Das ist wohl das Rathaus. Das Rathaus. Ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen froh, wieder hier in so einer Umgebung rumzulatschen. Wir sehen uns noch. Na gut, wir sehen uns nicht um. Er ist es. Ist das? Ja. Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, schon sind wir in Kapitel 5. Das sieht nicht nett aus, was da oben ist. Ich notiere mir gerade das Kapitel. Ein bisschen wie diese Augen, die schon mal gespawnt sind und uns beobachtet haben. Nur in Anführungsstrichen. Ein Mobius Operative. Ich finde die Atmo hier gerade ziemlich geil, muss ich sagen. Tasche verbessert, Medizintasche. Ah, das ist schön. Wir finden ganz schön so viele. Ja, Explosivbolzen. Sprengkopf auf diesem Armbrustbolzen explodiert bei Aktivierung mit einer heftigen Schrapnellsalve, die in der Umgebung Schaden verursacht. Du sollst bei der Explosion lieber nicht in der Nähe sein. Können durch Kombination von Nägeln und Schießpulver hergestellt werden. Okay. Und seine Psycho-Musik, ey. Warum sind das eigentlich immer diese Killer, die gerne klassische Musik hören. Ich sag nur, wie schon so oft, tut mir leid, aber ich sag nur Hannibal. Oh, ich will da gerade noch nicht. Hilfe! Noch nicht rein. Komm ich da nicht hoch? Ah, da ist er. Wieder so ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag.
Ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Riechen Sie das? Wie im Frühling. Die Blumen, die hier gepflanzt wurden, sind wirklich wunderschön, oder? Wisst ihr, woran es mich auch ein bisschen erinnert? An Bioshock. Ich finde, damit hat das gerade wirklich auch große Ähnlichkeit. Also ich kam von da hinten, das heißt, hier gucke ich auch nochmal kurz. Ja, ich will auch ins Rathaus. Aber wer weiß, wie wir hierhin zurückkommen. Ich glaube, hier ist erstmal nichts mehr versteckt. Okay. Ja, rüber. Ja, Lieben, ich mache jetzt was echt Fieses. Ich mache hier einen Cut. Hahaha. Ja, diesen sehr einladenden Weg beschreiten wir morgen. Ich bin gespannt, was uns da hinten so erwartet. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich glaube, morgen geht's ab. Das solltet ihr ja nicht verpassen. Schlaft heute nochmal schön, sammelt eure Kräfte. Morgen geht's ins Rathaus. Dankeschön. Bis morgen.